Aktien jetzt verkaufen, hatte Goldman Sachs am Freitag geraten, kurz bevor es dann ziemlich deutlich nach unten ging am Freitag an der Wall Street. Und die Goldmänner, die haben im Wesentlichen zwei Motivationen, zwei Gründe, warum sie diese Verkaufsempfehlung ausgesprochen haben. Erstens die Positionierung der Anleger extrem, alle auf derselben Seite, und gleichzeitig springen jetzt bestimmte Parameter an wie Volatilität, und es gibt viele Player am Markt, die verkaufen, wenn die Volatilität ansteigt, und und kaufen, wenn die Volatilität zurückgeht. Das sind praktisch automatisierte Computersysteme, die das erledigen. Und zweitens eben, so Goldman Sachs, ist es die abnehmende Liquidität jetzt im August. In dieser Zeit fließt Geld aus den Aktienmärkten ab, gleichzeitig eine extreme Positionierung. Und diese Kombination, so Goldman Sachs, sei giftig in den nächsten zwei Wochen. Und das Timing war schon mal nicht schlecht, denn hier sehen wir dieser Analyst, der das ausgesprochen hat von Goldman Sachs, der sagte, also fade the green, geht raus jetzt aus diesen grünen Märkten, denn die Aktienmärkte waren ja am Freitag zunächst mal nach den US-Arbeitsmarktdaten, die schwächer waren als erwartet, gestiegen in Vorfreude, dass möglicherweise die Fed keine Zinsen mehr anhebt oder die Zinsen nicht mehr anhebt. Und hier sagt er, technical flow of funds have seen a significant deterioration, also eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätsflüsse, und das wird jetzt die schlechteste, schwächste Zwei-Wochen-Phase des ganzen Jahres werden, so Goldman Sachs, und vor allem dann die Positionierung ein entscheidender Faktor. Etwa hier diese CTAs, diese Commodity Trading Advisors in den USA, unabhängige Vermögensverwalter. Und hier ist es so, dass egal was die Märkte machen, die werden in dieser Woche verkaufen. Je weiter es nach unten geht, umso mehr werden sie verkaufen. So könnte man vielleicht als Faustregel mal nennen. Denn das sind Trendfolger, die haben gekauft, 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 als die Märkte gestiegen sind. Und jetzt wird eben entscheidend sein, gehen wir seitwärts, gehen wir einen Ticken nach oben, gehen wir nach unten, gehen wir deutlicher nach unten. Je nachdem, verkaufen müssen sie in jedem Fall, aber sehr stark verkaufen eben dann, wenn die Dinge hier wirklich negativ werden, also die Kurse deutlicher fallen. Und da gibt es viele Beispiele für eine extreme Positionierung. Wir sehen das zum Beispiel derzeit am Optionsmarkt, Retail Option, also praktisch das, was Privatleute am Optionsmarkt, der ja immer wichtiger geworden ist, derzeit veranstalten. Und die haben jetzt extrem viele Calls gekauft in letzter Zeit. Das heißt, wenn es nach unten geht, dann wird das für die unangenehm. Die Market Maker, wenn sie sehen, es geht nach unten, die diese Optionen an die Kunden verkaufen, die können dann ihre Absicherungspositionen, die sie auf der Long-Seite eingegangen sind, dann auch auflösen. Und hier vor allem diese Volatility Control Strategies. Also das sind Strategien, die sagen, wir kaufen, wenn die Volatilität fällt, weil dann offenkundig Ruhe im Markt ist, weil da keine Sorgen im Markt sind und es keinen Grund zur Sorge gibt. Und wir verkaufen, wenn die Volatilität steigt. Und das genau haben wir am Freitag dann gesehen. Bottom line. August-Liquidität wird sich rapide verschlechtern. Die größten Bären im Raum haben kapituliert. Mike Wilson, der kürzlich noch gesagt hat, ja, es könnte jetzt nochmal weiter nach oben gehen, so wie 2019. Dann unglaublich viele Passiv-Buying-Produkte, die gekauft wurden. Also man hat massiv investiert in ETFs, in Optionen, was auch immer. Hier ist man komplett reingegangen, weil man sich gesagt hat, naja, ist doch ein Goldilocks-Szenario. Erstens, die Inflation wird deutlich fallen. Wir bekommen ja am diesen Donnerstag die neuen Inflationsdaten. Zweitens, die Wirtschaft wird eine weiche Landung machen, wenn überhaupt landen. Ja, so toll ist die Wirtschaft. Und drittens glaubt man eben an das KI-Wunder, dass dann die Profitabilität der US-Firmen schlagartig verbessern wird. Das sind die drei Säulen, auf die diese Rallye bisher basiert. Und wenn diese Säulen nicht funktionieren, sich als Illusionen, als Wunschträume herausstellen, dann könnte es durchaus unangenehm werden. Also das ist jetzt sozusagen dieses Muster. Deswegen hat man gesagt, hier nehmt Gewinne mit, geht raus. Und wir sehen, interessant ist zum Beispiel der Nasdaq 100 auf wöchentlicher Basis jetzt das erste Mal seit März aus diesem steilen Aufwärtstrend rausgefallen mit Schlusskurs hier am Freitag.
Wir sehen, das ging ja nur nach oben, war wunderbar und das gilt vor allem für die zwei Dickfische am Markt, für Apple und Microsoft. Beide haben ihren Aufwärtstrend nach unten durchbrochen. Apple hat jetzt zugegeben, wir haben schon seit einigen Quartalen einen Slowdown, eine Abkühlung bei den Verkäufen von iPhones. Hat mich eh immer gewundert, warum steigt diese Aktie, wenn doch eigentlich 1 und 1 zusammenzählen heißt, dass diese iPhone-Verkäufe schwächer werden. Hier, Smartphone Market has been in a decline for the last couple of quarters in the United States. Also das sind einige Quartale und hier sehen wir, as Apple goes, as goes the S&P 500, sagen manche. So wie Apple laufen wird, so läuft der S&P 500. Aber auf jeden Fall die zwei großen Dickfische, Apple und Microsoft, spielen jetzt nicht mehr so wirklich mit. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt diese rekordniedrige Put-Call-Zahl, also praktisch kaum jemand sah das Bedürfnis, sich abzusichern, dass das jetzt ein bisschen nach oben gegangen ist, dass die Notwendigkeit, das Bedürfnis steigt, jetzt sich auf der Unterseite abzusichern. Wenn Sie zum Beispiel Vermögensverwalter sind und nur Long-Positionen haben können, dann kaufen Sie Puts, um sich gegen Kursrückschläge abzusichern, ohne Ihr ganzes Portfolio jetzt verkaufen zu müssen. Hier sehen wir, das ist deutlich nach oben gegangen. Wir sehen einen starken Anstieg des VIX am Freitag, der zulegen konnte auf 17,10. Wir waren Intraday am Freitag, als noch die Stimmung bombig war, 7,5% im Minus beim VIX bei 14,72. Das heißt, wir sind dann deutlich angezogen. Auch wenn das Minus in den Indizes am Freitag jetzt nicht dramatisch aussieht, muss man eben sehen, woher sie kamen. Nämlich die Aktienmärkte in den USA, die waren deutlich im Plus und sind dann doch deutlich ins Minus gedreht. Nach diesen Arbeitsmarktdaten, die deutlich schwächer waren als erwartet und je genauer man hinschaut, umso schwächer waren sie. Ich habe dazu ja am Freitag ein Video gemacht, wo ich nochmal gezeigt habe, dass nicht nur alle 6 Monate bisher nach unten revidiert wurden. In der aktuellen Veröffentlichung, also man hat die Zahl dann immer wieder nach unten nehmen müssen, vor allem aber eben dieses Burst-Death-Model, das man eben 280.000 Stellen, die nicht nachweisbar sind, erfunden hat. Wenn man jetzt diese 187.000 neu geschaffenen Stellen abzieht, dann hätten wir fast 100.000 Stellen verloren. Also ziemlich schwach. Und dann für mich der wichtigste Indikator, eben diese massiv nachlassende Nachfrage nach Zeitarbeit. Heute bin ich ein bisschen wenig in Form. Gell? Montag ist, da muss man erst einmal irgendwie in Tritt kommen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, die Nachfrage nach Zeitarbeit in den USA lässt deutlich nach. Das ist immer ein Anzeichen für eine kommende Rezession, wenn wir hier sozusagen in den negativen Bereich fallen. Das ist passiert. Dementsprechend könnte es schwierig werden jetzt für die US-Konjunktur. Wir sehen, es gibt einen Riesenunterschied in den USA zwischen den sogenannten harten Daten, das sind Arbeitsmarktdaten, das sind Faktendaten, also nicht Verbraucherstimmung oder ähnliches, während eben die Soft-Daten nach oben gegangen sind, gehen die harten Daten nach unten. Eben weil die Leute irgendwie gut gelaunt sind und sagen, Mensch, ist doch alles super, wir kriegen eine weiche Landung. Das Einzige, was wirklich an harten Daten gut läuft, ist Factory Building Boom. Wir haben durch die Subventionspolitik der Biden-Administration, haben wir den größten Industrieboom, wenn man so will, Manufacturing Construction seit 1981. Ja, viele Europäer zum Beispiel, die sagen, hier habe ich in den USA Subventionen, hier da ist der Energiepreis viel niedriger als etwa in Deutschland, also mache ich das. Und diese ganze Wirtschaft in den USA profitiert davon, aber es ist auch wahnsinnig viel Pump. Erstens, die Konsumenten, die sind bis Oberkante, Unterlippe immer stärker verschuldet. Hier sehen wir mal Credit Cards. Da geht die Verschuldung jetzt in die Billionen rein. Bei gleichzeitig stark steigenden Zinsen. Housing Affordability und Car Affordability. Also wie einfach ist es, ein Haus zu kaufen? Kann man sich's leisten? Ja, nein. Wie schaut es bei Autos aus? At all time lows. Bei Housing 37 Jahrestief, Car Affordability Allzeit-Tief. Also da ist die Sache schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, dessen Sohn jetzt ein Jahr in den USA war. Und der sagt, die Gasteltern, die haben ständig geklagt, oh, wir haben zu wenig Geld. Die verdienten zwar so 80.000, 90.000 Dollar im Monat, so ziemlich durchschnittlich, aber leben permanent über ihre Verhältnisse, machen jeden Monat Minus. Dann geht der Vater zum Einkaufen zu so einer Art Tankstelle, weil die halt gleich ums Eck ist, zahlt dafür die doppelten Preise, als wenn er 5 Minuten weiter zum Supermarkt fahren würde.
Also da ist irgendwie kein Kostenbewusstsein da. Die Frau hat sich dann ein neues Auto auf Pump gekauft, lebt also komplett über ihre Verhältnisse. Jetzt müssen beide im September beginnend ihre Student Loans zurückzahlen, also ihre Studentenkredite zurückzahlen. Das wissen sie noch gar nicht, wie sie das hinkriegen sollen. Und auf der anderen Seite mussten diese Studentenkredite seit Corona ja nicht zurückgezahlt werden. Aber die Verzinsung ist stark angestiegen, sodass diese Schulden, die die Leute über die Student Loans haben, eben deutlich gewachsen sind aufgrund des Zinsanstiegs und so eben die Schuldsumme nochmal deutlich nach oben gegangen ist. Und das ist so typisch für die Amerikaner. Auf Pump, auf Pump, auf Pump. Es geht ja, wird schon gehen, geht. Und irgendwann aber wird der Zinseszinseffekt so zuschlagen, den die allermeisten US-Amerikaner überhaupt nicht auf dem Zeiger haben und wird ein riesiges Problem. Dazu eben jetzt diese Pump-Ausgaben der beiden Regierungen. Hier sehen wir mal 5,2 Milliarden Dollar. Jeden Tag werden die Schulden in den USA steigen. Wir haben jetzt praktisch ein Schuldenverhältnis zum BIP in den USA wie im Zweiten Weltkrieg. Und hier sehen wir, dass auch die Interest Payments in Prozente zum BIP in den USA jetzt bei 3,6% deutlich nach oben gehen. Also das verschlechtert die ganze Situation. Und das trifft jetzt auf Märkte, die euphorisch sind. Hier unten sehen wir mal Asset Valuations, den Russell 1000 Earnings Yield. Also die Gewinnrendite bei den 1000 Aktien, die im Russell sind. Da ist auch eine Apple dabei, eine Microsoft dabei. Gegenüber Investment Grade Bond Yields, also gegenüber Unternehmensanleihen. Und wir sehen, normalerweise sind Unternehmensanleihen haben eine höhere Rendite, ein höheres Zinsversprechen, weil eben ein Ticken riskanter. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte extrem hoch bewertet sind. Jetzt gab es eine Umfrage von Bloomberg. Da sagen 28%, das ist ein Bullenmarkt, der noch weiterlaufen wird. 25% sagen, es ist eine Bärenmarkt-Rally. Und 47% sagen, es ist eine Bubble powered by irrational exuberance. Also die KI-Euphorie, die das Ganze letztendlich in unglaubliche Bewertungshöhen getrieben hat. Und wir sehen auch jetzt an der Berichtssaison, dass wenn Unternehmen die Erwartungen schlagen, jetzt nicht unbedingt Euphorie herrscht. Hier sehen wir mal, selbst wenn die Aktien, wenn die Unternehmen dann die Erwartungen schlagen, die ja vorher so deutlich gesenkt wurden, dann passiert nicht viel. Und wenn die Erwartungen verfehlt werden, passiert auch nicht viel. Dann ist da auch nicht so wahnsinnig ein großes Drama. Aber man könnte sagen, gerade bei guten Zahlen sagen sich die Investoren, naja, ist ja eigentlich schon eingepreist. Und so haben wir jetzt insgesamt doch eine ziemlich hässliche Woche, vor allem für sogenannte Risk-Parity-Strategien hier zu verzeichnen. Risk-Parity heißt, man hat ein bestimmtes Verhältnis von Aktien und Anleihen. Und die Anleihen hatten ja auch einen massiven Abverkauf. Die Renditen waren gestiegen. Am Freitag kamen sie dann wieder runter. Aber Aktien hatten eine schwere Woche. Ich glaube, die schlechteste, oder wir haben jetzt die schlechtesten zwei Wochen seit März, seit der Intervention der Fed aufgrund der Bankenkrise. Apropos Fed, jetzt hat sich am Freitagabend noch Bowman von der Fed geäußert und hat gesagt, ja, wir müssen noch weiter gegen die Inflation kämpfen und ich gehe davon aus, dass wir einen oder mehrere Zinsschritte noch machen müssen. Davor hatte Bostic gesagt, naja, also ich denke, wir sind jetzt fertig. Also man sieht, bei der Fed ist eine gewisse Uneinigkeit, was die Zinspolitik betrifft. Die einen wollen anheben, die anderen nicht. Aber was zu konstatieren ist, vor allem die Nasdaq-Aktien haben sich komplett von den Renditen abgekoppelt. Dieses Gap könnte kleiner werden. Das ist das, was ja sozusagen schon lange der Fall ist. Man hat alles ignoriert, was zu ignorieren war. Wir haben jetzt hier aber im kurzen Zeitfenster vielleicht die Chance nochmal auf eine Erholung. Hier der S&P 500 auf 60-Minuten-Basis. Da könnten wir diese untere Begrenzung der Wedge anlaufen, aber dann haben wir positive Divergenzen, sodass dann ein Rebound durchaus wahrscheinlich ist, auch wenn ich übergeordnet eben auch für die nächsten zwei Wochen im Mindesten tendenziell negativ bin. Hier sehen wir nochmal deutsche Industrieproduktion. Die Zahlen wurden heute Morgen bekannt gegeben, nachdem wir am Freitag ja einen Anstieg der Industrieaufträge um 7% gesehen hatten und Habeck gejubelt hat, aber das waren Großaufträge, unter anderem vom Airbus. Hier sehen wir, wie die faktische Lage ist, minus 1,5%, erwartet minus 0,5%. Wir sind in einem abwärtsgerichteten Seitwärtstrend, wie Jörg Krämer sagt, der dann eben in einen Abwärtstrend übergehen wird. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Aktienmärkte droht jetzt eine Mega-Verkaufswelle, was da auf uns zukommen könnte. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung.
Die Wall Street erwartet das Ende der Gewinnrezession, denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Unternehmen haben 7% Gewinnrückgang jetzt verzeichnet in dieser Berichtssaison, die etwa 85% aller Zahlen jetzt schon gesehen hat. Zweite Empfehlung also, da mal ein umfassendes Bild, wie ist die Lage und wie ist der Optimismus vor allem. Man erwartet nämlich, dass das dann alles viel, viel besser wird. Oder startet jetzt die lange erwartete Korrektur beim S&P 500 und beim DAX, der ja kürzlich noch sein Allzeithoch gesehen hatte und dann relativ schnell nach unten kam. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Wochenstart. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.